Heute schauen wir uns mal dieses Gestein hier im Real Life an. Techtastisch. Ich meine, mittlerweile hat Minecraft ja nicht mehr nur Stein, Sandstein und Bedrock, von dem wir mittlerweile auch schon einen Kandidaten im Real Life gefunden haben. Es gibt sogar eine breite Palette an verschiedenen Gesteinen, wie zum Beispiel Granit, Diorit, Andesit, Schiefer, Basalt, Tropfsteine und unter anderem eben auch dieses komische, weich klingende Gestein? Das taucht ja ab und zu mal im Untergrund auf. Aha, Tuff also. Aber was ist das Zeug denn eigentlich jetzt im Real Life? Na das da! Tuffgestein. Und als Besonderheit fällt natürlich direkt auf, dass es extrem viele Löcher hat. Und wie die zustande kommen, dazu kommen wir später. Aber für die vielen Löcher ist dieser Steinbrocken tatsächlich vom Gefühl her ziemlich schwer. Den Dichtetest machen wir aber auch erst später. Und bei den drei Stücken, die mir zugesendet wurden, sehen wir auch schon ein paar Farbtöne. Dieser hier ist nämlich eher gräulich. Und was mir jetzt auch aufgefallen ist, ich bin ja im Besitz dieser Geoden hier und die Gesteine sehen sich wirklich ähnlich. Und das Gestein, welches den Edelstein in der Mitte umhüllt, sieht dem Tuffgestein doch wirklich ähnlich, oder? Und auf diese Weise haben wir halt auch einen guten Querschnitt des Tuffs und da kann man auch schon ein bisschen sehen, aus was es besteht. Das sieht super interessant aus. Und diese Tuff-Varianten hier, die so viele Löcher haben, habe ich jetzt zum Beispiel bestellen können, weil man die eben gerne für zum Beispiel Aquarien benutzt. Kleine Fische können diese Hohlräume hier zum Beispiel extrem sinnvoll nutzen und du hast halt auch eine gute Textur, an der sich Pflanzen zum Beispiel eventuell anbringen könnten, wenn Tuff überhaupt dafür geeignet ist. Geologie-Experten, schreibt gerne Verwendungszwecke für Tuff in die Kommentare. Einen Klangtest mit dem Gestein will ich natürlich auch machen, weil man so immer ein schönes Gefühl für ein Material bekommt. Und die massiven Stellen klingen tatsächlich wie Steine. Wenn man aber die löchrigen aneinander klatscht, ich finde, man hört die Beschaffenheit des Materials gut. Und man sieht auch, dass es gut auseinanderbröselt. Es ist gar nicht so stabil. Zumindest die luftige Variante hier. Und was ich auch super interessant finde, das Tuffgestein kann einen mehr oder weniger guten Kreideeffekt aufweisen. Nur wie gut das hält? Naja, doch, das Pulver ist danach auch drauf. Und als dieses Tuffgestein bezeichnet man eben ein Gestein, dessen Material zu über 75% aus sogenannten Pyroklasten besteht. Und diese sind, wie der Name wahrscheinlich schon vermuten lässt, Gesteine, deren Fragmente, die durch Zerreißen oder Zerbrechen, aber auch durch direkte Kristallisation infolge vulkanischer Aktivität aus einem festen oder flüssigen vulkanischen Ausgangsmaterial entstanden sind. Also im Prinzip das Ergebnis der Arbeit von Lava. Lava hat Tuff gemacht. Ergibt also Sinn, dass das Gestein nur zwischen Layern minus 64 und 0 generiert wird. Und die Geode vorhin hatte auch nicht ohne Grund Tuffgestein um sich herum. Dazu unter anderem auch mehr im Video, wie man Geoden im Real Life findet. Und welche Gesteine genau da von der Lava bearbeitet wurden, ist hierbei ebenfalls variabel. Genauso wie die Größe dieser Pyroklasten, beziehungsweise gibt es je nach Korngrößen folgende Bezeichnungen. Tuff Brexi! Ein pyroklastisches Gestein, das zwischen 25% und 75% aus vulkanischen Bomben und Blöcken besteht. Und der Rest kann Lapilli und oder vulkanische Asche sein. Aber was ist denn Lapilli? Nun, das sind Erbsen- bis Nussgroße Pyroklasten. Lapilli! Ah ja, genau, dann gibt es auch noch Lapilli-Tuff. Der hat dann weniger als 25% vulkanische Bomben und vulkanische Blöcke und mehr als 75% Lapilli und vulkanische Asche. Ja, und dann gibt's halt auch noch den Aschetuff, welcher zu über 75% aus, naja, Vulkanasche besteht. Das erklärt, warum das Tuff so ist, wie es ist. Aber warum hat das eine andere Farbe als in Minecraft? Nun, die Farben der weltweit vorkommenden vulkanischen Tuffe reichen von eben grau über gelblich wie bei unserem Tuff, bräunlich und rötlich bis kräftig rot.
Und die Löcher, die wir gesehen haben, kommen gerne mal von vulkanischen Gaseinschlüssen. Das hat auch gerne mal seine Vorteile, weshalb man mit Tuff auch wirklich gerne baut. Sogar heute noch. Ergibt schon Sinn, dass der gute alte Tuff in Deutschland zum Gestein des Jahres 2011 bestimmt wurde. Ohohoho, verrückt. Und an der Stelle wirklich Hut ab an Minecraft, denn ohne die Integration dieses Gesteins hätte ich das wahrscheinlich nicht gelernt. Und es ist halt auch wirklich mit Sinn platziert. Aber hey, wie dicht bist du eigentlich? Variation eines Tuffgesteins, die Techtastisch Online bestellt hat. Hierfür machen wir wieder den Dichtetest aus dem Bedrock-Video. Und für die, die es verpasst haben, keine Sorge. Wir müssen im Prinzip einfach nur einen Becher mit Wasser füllen und auf eine Waage stellen. Diese natürlich nullen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel... Und dann einen Stoff in das Wasser tunke, während die Waage genullt ist. Hier nehmen wir jetzt Quarz, weil wir seine Dichte von 2,65 kennen. Und eigentlich würde ich das mit einer Schnur machen, weil die Zange das jetzt ein bisschen verfälscht. Aber nachdem wir jetzt den Quarz reingetunkt haben, sehen wir im Prinzip auf der Waage, wie viel Milliliter verdrängt werden. Und hier sehen wir 116 Gramm. Und da Wasser eine Dichte von 1 Gramm pro Milliliter ungefähr hat, müssten wir jetzt 116 Milliliter auf 309 Gramm, weil der Quarzkristall jetzt wieder komplett auf der Waage liegt. Das ist die Chaotic Energy, die ich in die Wissens-YouTuber-Szene bringe. Ja, und wenn wir jetzt an einem Rechner 309 durch 116 eingeben, kommt auch ungefähr 2,65 raus. Und mit einer Substanz uns unbekannter Dichte können wir das natürlich auch machen. Nur dass wir da halt jetzt nicht das Ergebnis im Vorfeld kennen, aber der Quarzversuch diente ja auch nur dazu, zu demonstrieren, dass das funktioniert. Und deshalb will ich auch den Test machen. Ihr seht, dass hier Luftblasen aus dem Stein entweichen. Das aber nur außen, wo das Wasser eindringen kann. Sind jetzt Hohlräume im Stein, zählt das zu seiner Dichte, also wird sie verringert. Und so hat dieser individuelle Gegenstand hier ein Volumen von 113 Milliliter, wiegt aber 259 Gramm. Also tippen wir 259 durch 113 ein und erhalten eine Dichte von 2,29. Lappili! Tipp auf den Daumen nach oben und abonniere Techtastisch. Und was Obsidian im Real Life ist, habe ich in diesem Video hier gezeigt.